Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Little Witch in the Woods. Und wir haben gerade morgens, das heißt, wir können jetzt mal wieder loslaufen. Ich weiß nicht, wo wir letztes Mal waren. Ein fliegender Schreiner, warte, bis das Haus wieder aufgebaut ist. Ich glaube, wir haben mit Kila schon gesprochen gehabt, ne? Wir waren... sind wir dann schlafen gegangen, oder? Wie sieht denn unser Inventar gerade aus? Moment, ich muss die Steuerung wieder leeren. La la la, ihr seht gar nichts, dass ich das Inventar nicht finde. Das ist gelogen. Das wäre niemals so. Nein, 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 nein. Potato Pet findet immer alles. So muss es sein. Schade, den einen kriege ich nicht mehr. So, ich habe ein kleines Thema gehabt, was ich gerade eben schon mal ein bisschen angesprochen hatte im Twitch-Chat. Was ich ganz, 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 ganz schrecklich finde. Und ihr wisst das ja zum Beispiel, meine Mods hier, ne? Diese deutsche Übersetzung und so. Das ist ja immer alles umsonst bei mir hier. Also ihr müsst ja nichts bezahlen. Ihr müsst ja nicht auf mein Patreon kommen oder... Ich sag ja auch nicht, ihr müsst Twitch-Subs sein, damit ihr irgendwie vorzeitig Zugriff auf irgendwas bekommt oder... Na, jeder kriegt den Mod, wenn ich denke, dass ich die Version releasen kann. So, weil ich bin halt einfach... Ich mag dieses ganze bezahle Geld für Mods nicht. Was auf Patreon und auf Twitch und überhaupt über... Ich glaube, auf Twitch geht es nicht so wirklich ab mit dieser Sache, aber Patreon ist es wirklich. Da gibt es viele Leute, die Mods machen und sagen, du musst jetzt 5 Euro im Monat bezahlen, um Zugriff zu unseren Mods zu bekommen. Es gibt dann irgendwie alle 3 Jahre mal so eine kostenlose Version von der Mod. Also so quasi, wie soll man sagen, das ist ja quasi einfach nur ein bisschen Wasser auf einen heißen Stein. Verdampft halt sofort wieder, ne? Diese kostenlose Version verdampft dann sehr schnell. Nee, ich muss halt einfach sagen, ich bin Baujahr 1988 und für mich sind Mods einfach kostenlos. Für mich sind Mods von Spielern für Spieler. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Alles andere finde ich widerlich irgendwie. Ich weiß, es gibt da Leute, die sagen, ja, aber die Modder haben auch viel Arbeit. Ja, die Modder damals hatten auch viel Arbeit. Die haben sie trotzdem kostenlos zur Verfügung gestellt. Weißt du? Und es gibt auch heute noch, ich habe auch viel Arbeit gehabt mit Little Witch. Also die Arbeitszeit, die ich da verbracht habe, da könnte ich bestimmt 2 Euro im Monat oder sowas auf Patreon für verlangen. Aber will ich das? Will ich dafür bekannt sein, dass ich Leuten Geld aus der Tasche ziehe, weil ich ein Spiel übersetzt habe? Nee, sorry. Nee. Und das ist halt so eine Sache, die regt mich echt so ein bisschen auf mittlerweile, muss ich echt sagen. Und das wollte ich mal ganz kurz sagen, bei mir werdet ihr das niemals haben. Es wird niemals so sein, nie. Es wird niemals passieren, dass ich sage, ihr müsst irgendwie einen Twitch-Sub haben oder mich auf Patreon unterstützen oder sonst irgendwie was, um an meine Mods zu kommen, ne? Meine Mods werden für immer umsonst bleiben. Das kann ich versprechen. Das wollte ich einfach mal sagen. So, ja, wir sammeln gerade mal ein bisschen Ressourcen. Ich dachte mir, vielleicht ist es mal ganz clever, jetzt ein paar Ressourcen zu sammeln. Wir werden sie ja wieder brauchen. Wir wissen ja, wie das ist im Spiel. Wir werden super oft Ressourcen brauchen. Und nachdem ich jetzt gerade mal wieder aufnehme, nach längerer Zeit, dachte ich mir, mache ich doch jetzt eben ein paar Ressourcen hier. Da ist die Schaufel, die wir suchen sollten, glaube ich, für Ruprum, ne? Es ist eine Schaufel. Ich glaube, er hat etwas gebastelt. Aber wo ist Ruprum hingegangen? Alle kleinen Kinder sind so. Morgens in den Bergen, nachmittags am Fluss und abends auf den Feldern. Wäre es in Ordnung, nicht nach ihm zu suchen? Wäre das nicht unnötig? Er kennt diesen Wald wahrscheinlich besser als du. Du kannst nach ihnen suchen, wenn du dir Sorgen machst, dass sie sich in einem Spinnennetz verfangen. Lass uns zuerst die Schaufel nehmen. So, ja, lass uns erstmal die Schaufel nehmen. Erstmal klauen. Erstmal eine Schaufel klauen, so muss es sein. Richtiger Gedanke, Ellie. Erstmal alles unter den Nagel reißen. Erst eine Patreon-Seite aufmachen. Ach ja. So, nochmal schöne Buschwanzen. Wir werden heute den Tag, glaube ich, wirklich damit verbringen, einfach ein paar Ressourcen zu sammeln, also im Spiel den Tag. Muss auch einfach mal sein, wir müssen auch mal Ressourcen sammeln. Wir brauchen Ressourcen für Tränke und für Bonbons und alles, um die zu verkaufen, um dann Geld zu machen. Und um dann mit dem Geld, wie ihr wisst, Inventar-Upgrade zu holen. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, Inventar-Upgrades. So. Wir müssen auch ein paar von den neuen Sachen jetzt holen, ne? Die Frösche müssen wir auch noch bestimmt besorgen. Da müssen wir, glaube ich, nachts hin, ne? Für die Frösche.
Wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber wir müssen auch Ahorn und sowas wieder sammeln. Und theoretisch müssten wir auch die Vögel hier sammeln. Wie war das aber mit den Schleichen? Nee. So war Schleichen. Ach, schade. Aber man kann echt nah an die rangehen. Oh, ich bin echt so schlecht. Ich bin so unglaublich schlecht da drin. So, nochmal Hexenblumen. Aber die von den Vögeln, die Sachen, die brauchen wir wirklich, weil die gibt auch nochmal, da gibt es auch Tränke, die richtig, richtig gute, also Verkaufswerte haben. Ne? Also das Ding lässt, dieses Zeug lässt sich gut verkaufen. Also wäre schon ganz geil, wenn wir die hätten. Hier geht doch. Ach, es war wieder ein ganz klein bisschen zu spät. Ich glaube auch manchmal ist das so ein bisschen unterschiedlich, ne? Wie lang die Blume zu sehen ist. Manchmal ist es irgendwie gefühlt nur ein Frame, manchmal sind es so 3-4 Frames und dann denke ich jedes Mal, ist doch voll einfach. Die Blume war ja voll lang zu sehen und dann merke ich irgendwie, beim nächsten Mal ist es nicht so einfach. Schon ein bisschen komisch. Stimmt, wir müssen noch die Tränke machen, um die Ranken hier schön zu machen. Wir haben noch so einiges an Nebenzeug zu erfüllen. Was ich auf jeden Fall mal gucken möchte, dass wir das machen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Lustig, dass da oben auch direkt Kreide liegt. Naja. Oh. Schade. So, wir haben auch ein bisschen was mitgenommen für Ausdauer. Ich habe nämlich ein paar von diesen Sachen hier geerntet. Damit wir ein bisschen Ausdauer wieder regenerieren können. War ich nämlich einfach mal ein bisschen clever heute. Ups, falsche Taste. So. So viel Ausdauer gibt das gar nicht, ne? Ja, den kann ich den... Ah, hier ist was gedrückt lassen, ne? Genau. Den kann ich den Bauch streicheln. Wie ihr seht, die Übersetzung ist verändert. Das heißt jetzt aufheben. Richtigerweise. So wie es sein muss. Man hebt jetzt Dinge auf. Ich glaube, unser Inventar ist jetzt wieder voll, ne? Aber wir haben, davon haben wir noch was im Inventar, deswegen können wir das noch mitnehmen. Achso, wir müssen das zweimal machen. So. So, dann streichen wir das Tier. Ich weiß den Namen leider gerade gar nicht mehr. Aber es ist eine Lachblase, okay. Ist das überhaupt richtig übersetzt? Keine Ahnung. Ich weiß die englischen Namen leider nicht auswendig. Ich kann aber nicht sagen, ob es gerade richtig übersetzt ist. Es wirkt ein bisschen komisch mit Lachblase, aber... Na, wird schon richtig sein, nehme ich an. So, dann laufen wir noch hier. Ah, zu spät gecheckt, dass da Vögel sind. Ja, ich bin halt ein alter Mann, ne? Ich habe keine schnellen Reaktionszeiten mehr. Man merkt das. Wir haben keine Wachstumstränke mehr, ne? Die haben wir alle verbraucht. Doch, wir haben noch zwei Ernährungstränke. Warum habe ich die nicht genutzt jetzt? Naja, wir nutzen sie dann halt einfach beim nächsten Mal. Wir können zum Beispiel die Hexenkreide da vorne bekommen, wenn wir wollten. Ist halt die Frage, ob wir die wollen. Ich nehme eher an, nicht, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich nicht, ob ich die Hexenkreide möchte da oben. Aber wir haben jetzt alle Ressourcen gesammelt. Wir haben jetzt spät in der Nacht. Wir haben keine Ausdauer mehr. Also geht's ab nach Hause. So, tapseln wir mal nach Hause. Ah, ich bin heute übrigens schon ganz schön fertig, weil ich den ganzen Tag programmiert habe. An meiner Webseite potatopad.de ist geupdatet worden. Sieht es ein bisschen eleganter aus. Da, wo man auch übrigens die Mod hier runterladen kann, um das Spiel auf Deutsch zu haben. Ja. Ausdauer brauchen wir auch für Extraktor, ne? Da brauchen wir auch Ausdauer für, oder? Nee, ich weiß es gerade nicht, aber...
Oh, stimmt, das war mit einem der Updates gekommen, dass die Storage jetzt größer ist, wie ihr seht. Ich war halt die ganze Zeit noch auf dem alten Update. So, weil ich mal meistens, wenn ich sowas modde und so, dann mache ich oft die Updates aus über Steam, weil wenn dann ein Update kommt, was wieder alles kaputt macht, steht da. Wäre halt blöd. Aber ich habe dann nochmal getestet, habe das Update gezogen, habe mir Backup gemacht von der alten Version. Habe das getestet, die Mod, ob sie es funktioniert, und sie funktioniert auch noch mit der Version jetzt hier. Von daher alles gut. Das habe ich quasi an dem Tag gemacht, wo ich die Mod dann released habe. So. Dabdi-dabdi-da. Und das kann ich auch nochmal erzählen, ganz kurz hier, weil es gibt ja Leute, die gucken Breath of the Wild gar nicht, weil da habe ich schon erzählt. Ich wurde gestern, ich habe einen Shoutout bekommen. Ganz, ganz viele Leute waren hier, weil eine große Streamerin auf Twitch, wie ich das mittlerweile rausbekommen habe, quasi einen Shoutout gegeben hat an mich, weil die auch Little Witch in the Woods gespielt hat und meinen Mod benutzte. Und das ist immer sehr schön, wenn Leute das machen, wenn Leute auch was zurückgeben. Weil das ist immer genau das geht in das Thema rein, was ich vorhin meinte, mit den Mods umsonst und sowas. Oder eben Bezahlmods und sowas. Ich finde es halt schöner, wenn Leute mir was zurückgeben, indem sie einfach einen Shoutout machen oder sowas. Indem sie ihre zum Beispiel Reichweite nutzen oder Leute einfach. Das Ding ist, ich brauche niemals irgendwas. Ganz ehrlich, das Einzige, was ich brauche, ist euer Dank. Das ist so, das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Hi, de gute Bu. Das ist so das Wichtigste für mich, deswegen wollte ich. Also. Ich möchte Leuten einfach eine Freude machen. Indem ich zum Beispiel A, hier Videos mache, an denen ihr auch Freude habt, ne? Oder eben auch B, die Mods und die Übersetzung auch anbiete, damit andere Leute auch sich entscheiden können, kein Let's Play zu gucken, sondern das Spiel lieber selber zu spielen. Und wer wäre ich da jetzt Gatekeeping zu betreiben, euch da auszuschließen, zu sagen, die Mods gibt's nur für mich. Also zeitexklusiv ja, aber das liegt nicht daran, dass ich das zeitexklusiv machen möchte. Man könnte jetzt dann denken, oh, Potato Pad nimmt sich raus, das Spiel eine Woche lang übersetzt zu spielen und gibt den anderen keine Chance, es übersetzt zu spielen. Nee, das ist nicht der Grund dahinter. Der Grund ist, ich teste meine Mod hier gerade. Und wie ihr seht, ich habe auch schon Sachen verändert. Wie zum Beispiel, wo aktivieren muss ich auch noch ändern hier oben. Das muss auch zu verwenden werden quasi. Aber aktivieren finde ich auch ein bisschen komisch von der Übersetzung. Ah, genau, sowas mache ich halt die ganze Zeit. Aufheben etc. Gerettet ist jetzt auch gespeichert, ne? Ich sehe halt die Fehler, die ich hier im Spiel erlebe und versuche die dann selber zu fixen. Auch für mich und auch für die anderen daneben. Ne? Damit wir alle ein besseres Spielerlebnis haben. Ja. Und das funktioniert ja. Und ich bin auch immer auf euch angewiesen, dass ihr mir auch mitteilt, wenn ihr irgendwas findet, was komisch ist. Also bis auf die Dialoge, weil die Dialoge sind halt schwer zu übersetzen und da muss ich halt wirklich manuell überall drüber gehen. Ich muss halt mal schauen, ob ich irgendwie mal so ein System entwickeln kann, bei dem wir alle zusammen an der Übersetzung arbeiten können und die verbessern können. Aber das würde dann auf potatopet.de stattfinden. Da muss ich halt mal schauen. Ich kann auch da nichts versprechen, aber schauen wir mal. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ja, genau. Und ich bin noch nicht müde. Ja, nein, natürlich bist du nicht müde. So wenig Ausdauer, wie du hast, natürlich bist du nicht müde. Du musst natürlich noch bis 8 Uhr abends warten. Vorher bist du nicht müde. Ja, das Problem ist natürlich, wir müssen auch mal irgendwann wieder nachts Sachen sammeln. Weil wir haben jetzt nur tagsüber Sachen gesammelt. So, jetzt kannst du aber schlafen gehen, ne? Ja. Gute Nacht. Da steht es gespeichert. Habe ich gerade eben noch erwähnt. Rubrum? Hey Andy! Du bist aber früh da, was gibt's? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, Oma hat mir gesagt, ich soll dich abholen. Der Bau von Kilas Haus ist fertig und sie möchte, dass alle kommen und feiern. Gut, dann lass uns jetzt gehen. Willkommen, liebe Ellie. Wow, es ist wirklich geschafft. Jawohl, dank dir ist es ganz schön geworden, wenn ich das so sagen darf. Es ist erstaunlich. Ich habe Kila auch geholfen, ihr Haus zu bauen. Der kleine Kerl Rubrum hat wirklich geholfen. Obwohl er an seinen Sandbock-Fähigkeiten noch etwas arbeiten könnte. Es erfüllt mich mit Freude, dass Kila zurück ist und ihr Haus wieder aufgebaut wurde. Ellie, Kila und Rubrum, eure gemeinsamen Anstrengungen haben dies möglich gemacht. Es ist ein so freudiger Tag, dass ich ihn mit allen feiern wollte. Oma hat uns das auch geschenkt. Wir lassen es alle zusammenknallen. 1, 2, 3!
Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ja, genau, das dachte ich mir auch. Ich danke dir von ganzem Herzen, Ellie. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war. Ich bin auch froh, Kila zu sehen. Alles, was du machst, ist so cool, Ellie. Ich habe deinen Brief erhalten. Er hat mich mit Freude erfüllt. Wenn du Hilfe beim Wiederaufbau des Dorfes brauchst, lass es mich einfach wissen. Vielen Dank, Frau Hexe. Ach, das war doch nichts. Übrigens, wo ist Aden? Onkel Aden konnte nicht kommen. Er sagte, er müsse einen Laden aufmachen. Aber ich soll dir sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Ach, was soll's. Wir stehen für immer in deiner Schuld, liebe Ellie. Mach weiter so, Ellie. Du schaffst das. Ich werde mein Bestes geben, damit die anderen Dorfbewohner zurückkehren können. Können wir hier rein? Nein, aber hey, immerhin. Das Haus sieht wirklich fantastisch aus. Danke. Es fühlt sich an, als ob ich wieder zu Hause wäre. Und das, obwohl ich noch nicht lange hier wohne. Solange es dir hier gefällt, kannst du diesen Ort als ein Heimatdorf betrachten. Ha, das werde ich tun, wenn ich wiedergeboren werde. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich deine Schaufel vergessen habe. Was ist damit passiert? Es war eine zusätzliche Schaufel im Gepäck. Achso, die hätten wir da wegbringen müssen. Zu ihr bringen müssen. Ah. Oh, da bin ich aber froh. Danke, dass du dir in vielerlei Hinsicht Sorgen machst. Sag mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich helfe dir gerne. Ich kann auch das Vorratsfach erweitern, also lass es mich jederzeit wissen. Das werde ich. Es ist aber schade, dass ich dich mit leeren Händen zurückschicken muss. Oh, mach dir keine Sorgen. Das wollte ich auch schon immer mal machen. Hm, was soll ich tun? Ach ja, warst du schon in Adens Restaurant? Adens Fleischknödel mit einem Getränk sind fantastisch. Ich kann auch nicht trinken. Oh, Ellie hat gesagt, sie sieht genauso aus wie in ihrem Alter. Okay, das sind komische Texte jetzt. Ich muss mein Haus und meine Ausrüstung für ein paar Tage aufräumen. Kannst du in ein oder zwei Tagen wiederkommen? Ich lade dich zu einem Topf mit Klößen oder so ein. Ein Topf? Wie großzügig. Das ist einfach für jemanden wie mich. Ellie Blue River. Also gut, wer ist der nächste Dorfbewohner? Bis jetzt ist nur einer angekommen. Das erste Mal ist immer das Schwerste. Von jetzt an wird es schnell gehen. Soll ich von vorne anfangen? Vielleicht sollte ich das erstmal planen. Naja, ich versuche woanders hinzuschauen. Die Brücke ist so... Ich meine, es ist besser, das zu tun, was vor mir liegt, als zu versuchen, die Brücke zu reparieren. Richtig. Gut, der nächste Dorfbewohner wohnt direkt unter Kilas Haus. Lass uns zuerst mit Inid reden. La, la, la. Inid, die Kiste am Dorfeingang, auf der eine Kerze steht, ist verbrannt. Nicht schon wieder. Ich werde eine andere Kiste an ihre Stelle aufstellen müssen. Die Kerzen sind also von selbst umgefallen? Nein, normalerweise ist es Aden. Hm, Aden? Ich glaube, es ist das Beste, wenn du ihn selbst fragst. Aber warum lässt du die Kerzen so stehen? Seitdem der Feuerwächter das Dorf verlassen hat, konnten wir die Straßenlaternen nicht mehr benutzen. Also haben wir abwechselnd Kerzen angezündet, um die Straßen zu beleuchten, wenn es dunkel wurde. Ein Feuerwächter? Das ist jemand, der sich um die Flammen im Dorf kümmert, besonders um Irrlichter. Ich fürchte, bis der Feuerhüter zurückkehrt, ist das die einzige Lösung, so unbequem sie auch sein mag. Ich glaube nicht, dass es sicher ist, die Kerzen so weiter zu benutzen. Aber niemand kann die Straßenlaterne anzünden und ich fürchte, es ist nachts furchtbar dunkel. Dann werde ich versuchen, die Straßenlaternen anzuzünden. Das würdest du tun? Klar, ich werde nicht so professionell sein wie ein Firekeeper, aber ich kann es ja mal versuchen. Es wäre toll, wenn du das für uns tun könntest. Überlasse das mir. Dann überlasse ich es dir. Zuerst sollte ich zu Aden gehen. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Jetzt bringe ich die Person zurück, die früher hier gewohnt hat. Okay, wir gehen erstmal zu Aden, bevor wir jetzt hier zu viele Quests auf einmal aufmachen. Die verbrannte Kiste im Dorf, warst du es? Gut. Wie ist das passiert? Ich habe die Kerze mit meinem Atem angezündet, aber ein Husten überkam mich und das war's dann. Warum nimmst du nicht einfach ein Streichholz? Wie soll ich denn sonst ein winziges Ding benutzen? Ich muss sie doch nur anhauchen. Wenn du so weitermachst, brennst du jede Kiste in diesem Dorf nieder. Wenn ich vorsichtig bin, geht es schon. Da fällt mir ein, kannst du nicht einfach Feuer in die Straßenlaternen hauchen und sie anzünden?
Ich bin sicher, das könnte ich. Dann ist die Sache ja geklärt. Das war der Plan. Aber in der Straßenlaterne gibt es nichts zum Verbrennen. Darin befindet sich eine kleine Glasflasche, die viel Platz braucht, also kommt Brennholz nicht in Frage. Aber die Straßenlaterne würde schmelzen, wenn du heiße Flammen in sie legst. Dafür brauchst du kalte Flammen. Kalte Flammen, die keinen Brennstoff benötigen? Das ist ein ziemliches Dilemma. Warum glaubst du, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist? Ja, bevor du jede einzelne Kiste im Dorf abfackelst? Na gut, dann versuche es mal. Was jetzt zu tun ist? Was ist dein Plan? Ich weiß es nicht. Kalte Flammen. Wie wäre es, wenn wir Sonnenlichttrank verwenden? Ein so helles Licht würde dich am Ende blenden. Etwas Weicheres mit einer schönen Farbe, das ist es. Twinkle Twinkle Juice. Oh, es kommt nicht jeden Tag vor, dass du eine gute Idee hast. Der Twinkle Twinkle Juice sollte ausreichen. Oh bitte, du willst auch nur diesen Schrott trinken. Es hat einen sanften Schimmer, es fühlt sich kühl an, es ist perfekt. Natürlich schmeckt es ein bisschen süß, aber das ist nur ein Bonus. Erzähl mir davon. Also gut, fangen wir an. Welche Farbe soll es denn sein? Es ist die Straßenlaterne des Dorfes, also geh und frag die Dorfbewohner. Na gut, lass uns entscheiden, nachdem wir sie nach ihrer Lieblingsfarbe gefragt haben. Die Dorfstraßenlaterne, wie soll ich die Straßenlaterne im Dorf reparieren? Hallo Aden. Aden? Aden! Oh, du hast mich erschreckt. Warum schleichst du dich an mich heran und rufst meinen Namen? Ich habe schon unzählige Male nach dir gerufen. Womit warst du so beschäftigt, dass du mich nicht einmal rufen hören konntest? Ich war gerade eingenickt. Wenn ich so drüber nachdenke, wirkst du ein bisschen müde. Ich habe in letzter Zeit nicht viel Schlaf bekommen. Und warum? Ich habe ein Nachtlicht, das ich neben mir habe, wenn ich schlafe, aber ich habe es verloren. Einmal bin ich nachts mit ihr ausgegangen und habe sie auf dem Weg nach Hause einfach ganz vergessen. Nachdem es mir wieder eingefallen war, ging ich zurück, um es zu suchen, aber es war weg. Hat es jemand genommen? Das weiß ich nicht. Versuche es hier und da zu suchen. Okay. Wie sieht es aus? Sie hat eine besondere silberne Farbe und keinen Docht oder eine Kerze, obwohl sie eine Lampe ist. Ich habe sie zu dem großen See gebracht, der weit außerhalb des Dorfes liegt. Nachts duftet es in dieser Gegend nach Blumen. Sie war nicht da, als ich sie suchte, aber man weiß ja nie. Na gut, ich werde nach ihr suchen. Heute hat sich nichts geändert. Was hast du vor? Ich möchte mit dir über die Dorfstraßenlaterne reden. Hast du eine Farbe, die du magst, Aden? Silber. Ich bin überrascht, dass es nicht Gold ist. Gold ist auch gut. Schwarz wie Pfeffer ist auch gut. Aber Silber ist besser. Warum magst du die Farbe Silber so sehr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich nicht erinnern, aber warum die Fragen zur Farbe? Ich frage herum, um die Farbe des Lichts der Straßenlaterne zu bestimmen. Ah, richtig. Ich mag die Farbe Silber, aber von mir aus kann die Straßenlaterne in jeder Farbe leuchten. Was hast du vor? Okay, wir sollen einfach mal ein bisschen mit denen reden, ne? Wir wollen ein bisschen Dialoge hier. Ich bin ein Drache. Das stimmt. Ich bin auch ein Koch. Das hätte ich nicht gewusst, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Was willst du dann noch wissen? Nun, warum arbeitet ein Drache als Koch? Nun, ich habe es vergessen. Wie kannst du das vergessen? Ich schätze, es war nicht so wichtig. Das scheint mir nicht so zu sein. Woher willst du wissen, dass selbst ich es vergessen habe? Weil du ein Drache bist. Richtig. Und auch ein Koch. Nun, natürlich. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass du es vergessen hast. Was hast du vor? Weißt du etwas über Drachen? Ich weiß nur so viel, wie ich in der Schule gelernt habe. Ich habe nichts weiter gelernt. Was weißt du denn? Dass sie 1000 Jahre als riesige Echsen leben, die Feuer aus ihrem Maul spucken. Du weißt eine Menge. Ist das nicht so? Ich war eine sehr gute Schülerin. Aber du weißt doch gar nichts. Was meinst du damit? Ein Drache lebt nicht 1000 Jahre. Aber nennt man ihn nicht einen 1000-jährigen Drachen, weil er 1000 Jahre lebt? Wir leben nicht ein bestimmtes Leben 1000 Jahre lang. Wir leben viele Leben. Wo ist da der Unterschied? Finde es selbst heraus. Was hast du vor? Hast du Hexen? Richtig. Und warum? Ich habe schlechte Erinnerungen. Hat die Hexe im Hexenhaus nicht geholfen? Ich glaube, ich habe oft Hilfe von ihr bekommen.
Dann sind das doch gute Erinnerungen. Das glaube ich auch. Oder? Aber ich mag sie trotzdem nicht. Und was ist mit mir? Ich bin auch eine Hexe. Wenn ich so drüber nachdenke, bist du das wohl auch. Du magst mich nicht? Ich kann nicht sagen, ob ich dich mag oder nicht. Es ist noch nicht lange her, dass ich dich kennengelernt habe. Es hängt davon ab, was du tust. Was hast du vor? Du kannst Feuer spucken, richtig? Richtig. Wow, ich beneide dich. Am meisten beneide ich dich darum, dass du Feuer ausatmen und in den Himmel fliegen kannst. Das Ausatmen von Feuer ist praktisch, wenn du kochst. Aber deine Kehle wird trocken. Fliegen ist auch nicht sehr gut für deinen Rücken. Ich wollte solche realistischen Dinge nicht hören. Was willst du dann tun, wenn du Feuer ausatmen und fliegen kannst? Boah, wirklich? Ich bin mir nicht mehr sicher so. Oh. Also erstens, ich fliege herum, während ich Feuer ausatme. Du nutzt es wirklich voll aus. Was hast du vor? Meine Kehle fühlt sich trocken an. Was hast du vor? Meine Kehle fühlt sich trocken an. Was hast du vor? Ich schätze, du bist nicht beschäftigt. Ich habe auch noch etwas zu tun. Ich habe frei, aber... Nein, ich meine das Restaurant. Gibt es hier keine Kunden? Nun, weil niemand hier ist. Ich schätze, es ist nicht lecker genug, um Leute aus anderen Dörfern anzulocken. Was hast du vor? Magst du Pfeffer? Eine mäßige Menge ist gut. Ja, in Maßen ist er gut. Das ist mäßig? Egal, wie viel Pfeffer du reinsteckst, es ist nie zu viel. Es ist also immer die richtige Menge, egal wie viel du hinzufügst. Ich meine, das ist ein falscher Maßstab. Was hast du vor? Ich hatte einen Traum. Was für ein Traum? Ich weiß es nicht mehr. Warum hast du es mir dann erzählt? Weil ich mich daran erinnert habe, dass ich mich nicht erinnere. Was meinst du damit? Was hast du vor? Die Suppe ist heute gut. Okay, das war alles. Wir haben auch einen Shop. Ich habe jetzt nicht geöffnet, okay. Sonst haben wir nichts mehr, ne? Alles hat eine Geschichte. Trainingaktivität. Ich bin ein bisschen müde, aber es ist nicht dringend. Bring es mir zurück, wenn du es gefunden hast. Ach so, das ist die Lampe, genau. Die gute alte Lampe. Aber wir müssen mal die Dialoge durchmachen. Ich habe mich da immer ein bisschen vorgescheut, weil die Texte halt nicht so perfekt sind. Und Vorlesen ist auch immer ein bisschen anstrengend, ne? Ich will die auch immer dann möglichst ohne Fehler vorlesen. Aber gut, ich lese jetzt trotzdem wieder ein bisschen mehr vor. Wir haben sehr, sehr viele Quests hier offen, wie man hier sieht. Aber das Haus sieht echt toll aus. Es ist gefährlich, sie so stehen zu lassen. Ich muss etwas dagegen tun. Ja, die Straßenlaternen. Aber da müssen wir erstmal Twinkle Twinkle Juice machen. Twinkle Twinkle Little Star. So. Ich gucke jetzt erstmal ganz kurz. Also wir müssen alle nach den Straßenlaternenfarbe fragen, bevor wir Twinkle Twinkle Juice machen können. Leider habe ich nur gerade die ganzen Leute nicht mehr gesehen hier. Jetzt sind irgendwie alle weg. Ich weiß nicht, ob wir die hier auch fragen müssen, die Händlerin, aber die ist ja nicht wirklich ein Dorfbewohner, ne? Herzlich willkommen. Brauchst du etwas? Ah, doch. Ich habe keine Information darüber. Okay. Glaubst du, viel Geld zu haben macht dich glücklich? Ja. Ja, viel Geld zu haben macht dich glücklich. Mit Geld kann man Glück kaufen. Wirklich? Tief im Dschungel verkaufte ein alter Mann, der mit seltsamen Schmuckstücken behagen war, Glück. War eines davon vielleicht ein hölzernes Bild eines Affen? Ellie. Na klar. Für diesen verdammten Naturforscher war dieser Schund das Glück. Ach, sicher. Manche Menschen können sich Glück mit Geld kaufen, aber manche nicht. Mach dir also keine Sorgen, ob du viel Geld hast oder nicht. Du kannst so oder so glücklich sein. Ich danke dir. Magst du Erdbeeren? Ja. Ja, ich mag sie. Es gibt eine Eiserdbeere, die nur in den Wäldern an der nordöstlichsten Spitze des Kontinents Früchte trägt. Mitten im Winter, wenn das Sonnenlicht in der Morgendämmerung stark ist, bildet sie sich an der Spitze des Baums wie Tau. Es ist eine pinke silberne Perle, die dich mit erfrischender Süße füllt. Wow, das klingt köstlich. Es ist teurer als Gold mit dem gleichen Gewicht, aber das ist es wert. Das ist irgendwie... Du wirst deine Meinung ändern, nachdem du es gegessen hast. Brauchst du etwas? Bis zum nächsten Mal. Ich muss mal hier mit Enid sprechen. Enid, wessen Haus ist das unter Kilas? Kila ist gerade angekommen. Sie ist sehr fleißig. Da es Kila gefällt, möchte ich dafür sorgen, dass die anderen Dorfbewohner bald zurückkehren. Ja, ich verstehe. Das Haus unter Kilas Haus ist Roys Haus. Roy!
Er ist ein sehr freundlicher und aufrechter junger Mann, der einen Blumenladen betreibt. Ein Blumenladen? Das muss schön sein. Er war ein sehr fleißiger und freundlicher junger Mann. Er kümmerte sich auch um die Blumen im Dorf. Als Roy wegging, begannen die Blumen im Dorf zu verwelken. Wenn Roy zurückkommt, wird das Dorf noch schöner werden. Ja, das stimmt. Oh, außerdem scheint die Brücke zerstört zu sein. Gibt es ein Dorf hinter der Brücke? Ja, hinter der Brücke leben Menschen. Die stacheligen Ranken haben die Häuser und auch die Brücke zerstört. Wenn Roy zurückkommt, müssen wir zuerst die Brücke reparieren. Das sehe ich auch so. Ich werde einen Brief an Roy schreiben. Ellie, ich möchte, dass du zu Kila gehst und hilfst, Roys Haus zu bauen. Ich kann nicht zulassen, dass er in einem fremden Haus wohnt, wenn er zurückkommt. Verstanden. Ich werde mit Kila sprechen. Ich werde es dir überlassen. Wir haben uns hier immer unterhalten. Hast du etwas zu sagen? Ja, die Dorfstraßenlaterne. In welcher Farbe soll die Straßenlaterne leuchten, Enid? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte nur, dass die Leute nachts spazieren gehen können, ohne sich zu verletzen. Aber wenn du wählen müsstest, welche Farbe würdest du mögen? Mal sehen. Wenn ich wählen müsste, wäre es rosa. Rosa! Was ist daran falsch? Ist das so seltsam? Nein, nur unerwartet. Es könnte genauso gut hübsch sein. Meinst du nicht auch? Ich selbst bevorzuge die Farben eines rosa. Ich und ich sprechen Deutsch. Das ist klar, ich verstehe schon. Hast du etwas zu sagen? Pass auf dich auf. So, meine lieben Freunde, das war's auch für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part und dann geht's weiter mit der Reparatur der Straßenlaternen und mit einigen anderen Sachen hier und Quests. Wir haben einiges zu tun. Die Ranken sind übrigens überall weg. Noch eine Sache, die ich noch sagen möchte in der Übersetzung. Das Wort Rebe wurde jetzt konsequent mit Ranke übersetzt. Ich habe alle Stellen im Text durchsucht. Überall, wo noch steht stachelige Rebe, wurde zu stachelige Ranke ersetzt. Also ladet euch auf jeden Fall die Version 1.02 der Mod runter. Da ist nochmal einiges verbessert an der Übersetzung. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet eure Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!